Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Probiersocke, die mal ein anderes Spiel spielt als Fortnite. Und zwar dachte ich mir, wenn ihr schon meine anderen Videos doof fandet, dann dachte ich, mache ich doch mal ein anderes. Und spiele ich mal Ghost Recon Breakpoint. Ich habe es noch nicht viel gespielt, nur so ein bisschen. Und habe mir tatsächlich einen neuen Charakter erstellt, nur mal euch zu zeigen, wie so der Anfang des Spiels verläuft. Ich habe schon mal kurz angespielt. Wollte euch jetzt nicht die ganze Anfangsgeschichte spoilern und habe gedacht, nein, machen wir es mal entspannt. Das heißt, die ganze Anfangssequenz und ich glaube, meine ersten zwei Kills habe ich schon gemacht, ohne dass ihr das sehen konntet. Das ist so ein kleines bisschen. Ich will euch jetzt nicht unbedingt zeigen, weder zeigen, wie toll ich bin, noch irgendeine besondere Mission zeigen, sondern es geht mir jetzt gerade primär darum, euch so ein bisschen das Spiel zu zeigen und zu erklären, was ich so toll finde an dem Spiel und was ich zum Beispiel auch total bescheuert finde. So, meine Mission generell ist über. Wer hat denn hier gerade eine Granate geschmissen? Alter Schwede. Alter Schwede. Okay. Die Jungs wollten wohl gerade mal. Die dachten wohl, ich wäre da drin und haben da mal eine Granate reingeschossen. Da haben wir einen. So, hier sehen wir das allererste, was ich doof finde. Und zwar ist es, dass markierte Gegner weiß markiert werden. Und zwar ist diese weiße Markierung total bescheiden zu sehen. So. Wir haben hier ja noch einen. Da ist der. So, ich muss mal ganz kurz hier mein Sound lässt zu wünschen übrig. Aber gut, jetzt haben wir hier mal meine so ein paar Gegner erledigt. Ja, das Schöne an den Gegnern ist, dass sie immer mal irgendwie Loot liegen lassen. Und dafür muss man auch des Öfteren mal hier auch mal reingehen. Da liegt dann immer irgendwas rum. Und guck mal, hier haben sie jemanden von uns erledigt. Also es liegt doch immer relativ viel hier herum. Hier in den Anfangsphasen auch gern markiert mit roten Leuchten, die wahrscheinlich auch so Warnleuchten sind von den Überlebenden meines Teams. Und mein Job generell ist hier zu den ganzen abgestürzten Hubschrauber zu kommen und die entsprechend zu untersuchen. So, das ist so ein kleines bisschen so diese Anfangsgeschichte, die wir hier machen müssen. Was natürlich traumhaft schön ist, ist hier die Grafik, ne? Es war schon bei Ghost Recon Wildlands ganz schön, dass wir eine wunderschöne Kulisse haben. So, diese Kisten hier, da gibt es verschiedene von. Man findet mal Skillpunkte, mal Waffen, mal irgendwelche anderen Ausrüstungsgegenstände. Ich habe jetzt eine Tavor bekommen. Das ist tatsächlich was Schönes. Und jetzt kann ich in mein Loadout reingehen und ihr seht, ich habe so gut wie nichts. Ja, und das wird sich natürlich ändern, weil ich jetzt natürlich ganz dringend hier mir eine Primärwaffe raussuche. Und was ihr jetzt schon sehen könnt, ich habe tatsächlich schon einen Schalldämpfer dran und ich habe eine Optik drauf. Was natürlich schon wirklich ganz nice ist. So, das heißt, wie bei. Wie ihr das von Wildland kennt, so, wenn ihr das schon mal gespielt habt, könnt ihr eure Waffe anpassen. Und zwar hättet ihr verschiedene Magazingrößen, groß, also größer als normal und tatsächlich kleiner als normal, die schneller nachladen.
Ja, aber jetzt am Anfang habe ich dann natürlich nicht viel. Mir ist aufgefallen, dass Breakpoint, die KI, der Gegner ist tatsächlich gut. Also die können was. Und ja, ich habe tatsächlich schon einen Laserpointer dran. Nein. Nein, das ist ganz normal Breakcover. Okay. Optik. Man hat auch gleich zwei Optiken, drei Optiken im Prinzip. Also das, die Standardoptik zur Auswahl. Ich nehme immer gerne jenes hier. Wir können hier unten upgraden, sobald wir mal ein paar mehr Waffen gesammelt haben. Das kann ich euch gleich mal oder später mal zeigen, wenn ich dazu komme heute noch. Ich weiß, ihr seid da, das ist ja alles wichtig für viele Leute. Wir können das Ding auch anmalen, wenn wir wollen. Wir können einzelne Teile anmalen, painten. Man kann auch verschiedene Camos, die man sich freischalten muss hier unten. Ich glaube jedenfalls, das ist nur optisch und bringt am Ende nichts. Also für das tatsächliche Spiel, ob man da besser oder schlechter gesehen wird, gibt es da glaube ich nicht. Interessant, ihr habt hier so Loadout. Ich habe also 4 Granaten, ich habe so ein paar Gesundheitsspritzen und Bandagen. Bandagen gibt es endlos. Und die sollte man vielleicht auch öfter mal nehmen. Was gibt es noch, bevor ich es vergesse? Sind das Skill Points? Ich kann noch gar keine Skill Points sammeln, ne? Okay, so weit sind wir noch nicht. Anscheinend. Okay, ja, dann machen wir doch einfach mal weiter. Mein Sound ist tödlich. Egal. Oh, der ist nämlich gerade extrem laut. So. So, hier muss ich ein bisschen nachforschen. Alter, ist das laut. So. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen checken, was seine Jungs hier so sagen. Ja. Also man sieht, er wurde erschossen. Er ist nicht irgendwie abgestürzt oder ähnliches. So, nun denn. Es geht ja immer so weiter, dass man mein nächster Punkt sieht man rechts unten auf der Karte. Das heißt, da soll ich jetzt hin. Man kann auch die Karte einschalten, so wie wir das auch kennen von Wildlands, also auf die M-Taste drücken. Und dann sehen wir die Karte. Wir sehen auch hier schon rot markiert, also auf den einfacheren Stufen des Spiels, wo ich jetzt natürlich definitiv spiele, weil Baum, egal. Und hier ist der Platz, wo ich hin muss. So, das heißt, ich muss im Prinzip hier durch, das werde ich mal hier durch versuchen oder dadurch. Ich glaube, ich gehe mal hier durch. Was ich total scheiße finde, ist, dass wir, und das kann ich sicherlich einstellen, bla bla bla, habe ich mal nicht gemacht, zum Reinkommen in die Karte drücke ich M wie Map, zum Rausgehen aus der Taste geht die Taste M nicht mehr. Nein, ich muss auf die Escape-Taste drücken. Das finde ich etwas unglücklich, sagen wir es mal so. Und macht mir keinen Spaß. Auf der Minimap seht ihr in den einfacheren Stufen natürlich auch den Loot. Ja, also Munition kann man ja nie genug von haben, ne? Das wisst ihr. Ich gehe jetzt mal hier, wo ich noch nie gewesen bin. Also ich bin hier noch nie in dieses Gebäude reingegangen. Diese Ruine, aber hier scheint es so Wind zu geben. Okay. Hier ist wohl auch mal so eine Flare. Okay. So, da schauen wir doch mal. Da geht doch was. So, weiß. Also ich verstehe nicht, wieso man die Markierung weiß macht. Ich verstehe es, nachdem ich das Spiel ein paar Mal gespielt habe. Denn es ist so, dass weiß heißt, ist die Markierung dann, wenn die Typen euch noch nicht verdächtigt haben, also keinen Verdacht haben, dass es irgendwelche Gegner hier um die Ecke gibt.
Und die wird gelb, wenn die Leute einen Verdacht haben, sagen, hey, ist doch irgendjemand? Okay, die müssen wir also hier durchsuchen. In der Zeit, wie die hier rumlaufen, hole ich mir ein Mützchen. Ne? Und was und das Interessante ist also Loadout. Ich kann mir eine Mütze aussuchen und jetzt steht hier, na gut, jetzt steht hier natürlich nichts. Aber setzen wir natürlich mal auf. Die normalen Sachen, die geben uns natürlich gar nichts, aber es gibt tatsächlich Kleidung, die uns verschiedene Fähigkeiten verschafft. Und zwar okay, das war jetzt natürlich nicht besonders elegant, aber das Ergebnis zählt hier. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass die Gegend... Ach, guck mal, der will mich in den Arm nehmen. Ist dann natürlich ganz niedlich. Können wir übrigens auch machen. Wie ihr seht, F wie Carry passt auch gut. Wir können also die Gegner aufnehmen. Und zum Beispiel außer Sicht tragen, damit andere Gegner die nicht treffen. Ich finde diese, ich finde die Idee total süß und ich würde sagen auch total praktisch, hat aber in der Praxis doch einen Nachteil, denn es dauert elendig lange. Und der andere Grund, wieso das Tragen von den Gegnern Sinn machen kann, ist, weil die, ihr kommt später mal in Gebäude, da gibt es verschlossene Türen. Und diese verschlossenen Türen gehen nicht auf. Ist erstaunlich, aber das haben verschlossene Türen so an sich. Und da ist da jemand drin, ich weiß nicht, wie ich den da rauskriege. Egal, also diese verschlossenen Türen gehen nicht auf. Ne? Habt ihr verstanden? Gut, soweit. Und ihr könnt tatsächlich gefallene Gegner aufheben, an die geschlossene Tür tragen und dann geht die Tür auf. Ja, man mag es kaum für Möglichkeiten, aber das ist tatsächlich die Idee des Ganzen. Das soll so funktionieren. Ich habe das einmal versucht tatsächlich. Es hat voll nicht geklappt und ich war ganz böse enttäuscht, weil ich dachte, da will mich jemand veräppeln. So, jetzt theoretisch, wenn ich auf meine Karte gucke, ist da entweder einer drin oder davor. Ich glaube, der ist davor. Ach, ich habe plötzlich schon eine Drohne. Das finde ich natürlich ganz geil. Ach, die zwei. Und der da. Und der da. Okay, vier Jungs. Na, das ist natürlich praktisch. Dann geht man doch einfach hier in diesen Bunker rein. Und, der hat zwei Eingänge, das ist gefährlich. Machen wir doch erstmal auf, gucken, was wir hier drin haben. Ach so, vielleicht kann ich euch das jetzt mal zeigen. So, wir haben eine neue Weste gefunden. Und zwar ist so ungefähr jedes Ausrüstungsstück, was ihr findet, ist irgendwie besser. Nee, das gibt uns keine besondere Fähigkeit, außer anders auszusehen. Na dann, müssen wir jetzt mal... Okay, die anderen haben mich schon mal nicht bemerkt. So, meine Taktik, nachladen, immer. So, wenn möglich.
So, das war schon ein bisschen eleganter. So, so, jetzt haben wir Skill Points. So seht ihr das hier oben. Das sind die Skill Points. Skill Points könnt ihr benutzen, um euch erstmal eine Klasse auszusuchen, als die ihr spielen wollt. Jede Klasse hat seine Vor- und Nachteile. Natürlich stehen hier noch Vorteile. Also ihr könnt natürlich der Medic sein, der kann schneller wiederbeleben, kann Körper schneller tragen und kann sich selber wiederbeleben. Hat natürlich Vorteile. Assault ist natürlich der Sturmsoldat, extra Gesundheit und besser mit Sturmgewehren und Schrotflinten. Der Panther ist, der ist ein bisschen stealthier und kann sich schneller bewegen und alles, was ein Schalldämpfer hat, das gibt ihm ein bisschen Bonus. Ja, und der Sniper, bla bla bla, hat, kann auch die Luft anhalten und kriegt natürlich Bonus mit Health, mit Sniper Rifle. Ich bin eher so der Panzer-Typ, weil ich bin nicht besonders gut im Schleichen. Ich finde Schleichen immer total ätzend. Habe aber gemerkt, dass das sehr wichtig ist in diesem Spiel. Und er hat diesen Cloaking Spray, den ihr sehen könnt, und der bewirkt, dass die Drohnen einen nicht sehen. Und die Gegner tatsächlich auch nicht. Und der ist manchmal doch total cool. Und den werde ich jetzt mir nehmen mit meinem Stealth Point. Und daran brauche ich natürlich später nochmal mehr Stealthies. Hier gibt es so Tutorials, die brauchen wir jetzt nicht. Bla 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 bla. Ja, das ist das. Freue ich. Komm, lass mich hier rüber. So, wieder raus. So, dann haben wir jetzt die auch. Und wie immer looten. Also, hier es wurde uns wieder was gedroppt. Eine neue Hose. Naja, meine Güte. So, und das Problem ist, ihr fangt dann an, permanent hier irgendwie euch umzuziehen, weil ihr auch permanent irgendwelche neue Sachen bekommt. Und ja, es ist einfach unglaublich langatmig. So, das heißt, wer jetzt hier einfach mal denkt, ach, jetzt spielt jetzt mal eine schnelle Kampagne, der kann sich darauf gefasst machen, dass das hier alles ein bisschen länger dauert. Weil es einfach zu viele Sachen gibt, die man looten kann. Und some of you have got to be alive. Oh yes, die schreit hier nur so rum. So hatte ich erwähnt, dass die Tatsache, dass man sich ständig umziehen muss und dass man ständig irgendwelche Punkte findet, die man looten muss oder Gegner findet, die man erledigen muss, dass diese Tatsache dazu führt, dass das Spiel unglaublich in die Länge gezogen wird. Ich meine, ich hatte das. Es ist so, ich habe jetzt quasi gemerkt, dass ich eine Stunde lang aufgenommen habe. Das ist vielleicht ein bisschen zu groß für euch alle, zu viel, zu lang. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt in vier Teile unterteilt. Und hier ist der Schluss vom ersten Teil. Ich würde mich freuen, wenn ihr für den zweiten, dritten, vierten Teil auch noch einschaltet, beziehungsweise euch die anderen Videos von mir noch anguckt, die dann noch kommen werden. Und ja, wünsche ich jetzt erstmal ein spannendes Spiel. Ne, guckt gleich mal wieder rein in die anderen Teile, die ich dann so langsam hochladen werde. Und ja, bis dahin, tut, was ihr nicht lassen könnt. Ciao.